Ja, hallo, ich bin Markus. Ich bin Automatenaufsteller, habe oder betreibe derzeit 3 Snackautomaten und einen Automatenladen. Und ja, ich wollte euch mal wieder informieren, was so Neues gibt, auch in meinem Automatenladen. Und zwar folgendermaßen: Ihr kennt das ja, habt ihr ja schon mal gesehen, ich zeige das nochmal. Genau, die beiden Snackautomaten, die laufen einigermaßen und der Alkohol, hier sehen wir das, und auch der E-Zigarettenautomat. Der läuft derzeit nicht so gut. Wer meine vorherigen Videos gesehen hat, der weiß auch, dass ich die obere Ebene einmal ausgetauscht habe. Da waren ja nur Einzelspiralen drin, wie hier. Und das habe ich jetzt mit Doppelspiralen ausgetauscht. Und da oben sind jetzt Chips, beziehungsweise ja, man sieht es ja mal am Kracher, Lachgummi und sowas drin. Genau, Knickknacks und so weiter. So, und es wird jetzt auch so sein, dass dieser Automat am Dienstag, das ist ja ein doppelter Automat, das ist eine Master-Slave-Kombination, der wird tatsächlich nach großen Kneten gehen. Und zwar ist dort eine Reifeisentankstelle und dort kommt der Automat hin, geht nach draußen praktisch, bekommt einen Einzelstandort. Und ja, der Automat muss natürlich umhaust werden, ne, weil das ja dann draußen ist. Genau, das wird alles gemacht. Genau, und der geht jetzt nach draußen. Das sind so die Neuigkeiten. Praktisch, ja, wird dann im Grunde genommen, man sieht das ja hier, die sind praktisch in der Wand eingelassen, ne, die Automaten. Das heißt, auf Deutsch gesagt, der Automat im Hintergrund, da wird natürlich ein Riesenloch entstehen. Und zwar, kann man sich vielleicht vorstellen, ne, also das ist praktisch, oben ist so eine Wand, hier sieht man das, ne, und unten. Und da ist praktisch der Automat drin und wenn ich jetzt mal in mein Lager gehe, dann sehen wir auch, dass, ich mache das mal einmal, hier sieht man das, ne, das ist praktisch jetzt der Automat von hinten. Ne, das heißt, das geht direkt in ein Lager rein. Das heißt also, das Loch muss dann ja zugemacht werden. Da kommt dann so eine Platte hinter, Holzplatte. Man sieht das wie hier, der hier war früher mein Fleischautomat. Ne, und der ist jetzt auch zugemacht worden, von hinten, von außen und von innen. Genau, und so ähnlich wird das dann hier auch aussehen. Genau, und dann praktisch, ja, wird dann das Loch zugemacht, sodass da man nicht in mein Lager gucken bzw. in mein Lager gehen kann. Genau, das ist jetzt so das Aktuelle. Sonst mit den Umsatzzahlen kann ich sagen, ich muss wirklich sagen, der Snackautomat war letzten Monat nicht so stark. Das war tatsächlich der schlechteste Monat für die Snackautomaten. Klar, man darf nicht vergessen, dass es natürlich jetzt ein neuer Standort hier ist. Den gibt es erst seit Juni oder Juli diesen Jahres. Also jetzt praktisch im dritten Monat, ne? Also Juli, August, September, dritten Monat. Da kann man natürlich noch nicht keine Wunder erwarten, aber es ist tatsächlich der schlechteste Umsatz gewesen bei den Snackautomaten. Zumindest jetzt hier geht es auch wieder ein bisschen zurück. Ja, wenn der Oktober kommt, da kommt der Herbst, da geht es ein bisschen weiter zurück mit den Umsätzen. Das ist zumindest meine Erfahrung gewesen. Genau. Wobei ich sagen muss, der Greifer hier, ne, also der Candy-Greifer, der war diese Woche gar nicht mal so schlecht. Tatsächlich fast ein bisschen besser wie letzte Woche, aber die tun sich alle nicht ganz viel. Der MML war nicht so stark diese Woche, muss ich sagen. Irgendwie waren, glaube ich, 9,50 Euro die ganze Woche drin, ist nicht sehr viel. Und jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Der Plagidagi, ja, der hat tatsächlich, ja, ungefähr ähnlich wie letzte Woche. Also die tun sich nicht viel, das ist immer, kann man sagen, immer so ein bisschen gleichbleibende Umsätze. Das kann sich mal ein paar Euro nach vorne und nach hinten reduzieren, aber es ist meistens zwischen 20 und 30 Euro, kann man sagen, jeweils pro Woche mit den Greifern. Der MML war schon mal stärker, wie gesagt, derzeit ist er etwas schwächer auf der Brust, ja, also jetzt umsatzmäßig, leider muss ich sagen, aber gut, wahrscheinlich wäre ein Boxautomat noch ein bisschen lukrativer, der würde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bringen. Muss man auch sagen, dass in dieser Bude hier, in diesem Laden, sag ich mal, der hat so 43 bis 45 Quadratmeter, also relativ klein und ist auch relativ warm hier, hat keine Klimaanlage oder sowas. Das kann natürlich auch noch irgendwo ein bisschen stören, beziehungsweise kann natürlich auch nochmal so ein Faktor sein, warum man hier jetzt keinen Sport treiben will unbedingt. Ja, man ist vielleicht froh, wenn man 2-3 Minuten drin ist, dann geht man wieder raus hier, weil es einfach zu warm ist. Man fängt wirklich an zu schwitzen, ne? Kann man wirklich sagen. Genau, das ist so der Stand der Dinge. Ich werde euch auch nächste Woche dann nochmal den Standort zeigen, großen Kneten, den neuen. Dann kann ich sagen in meinem Intro, dass ich tatsächlich 4 Outdoor-Geräte habe, ja, beziehungsweise die draußen stehen. Genau, aber das werden wir dann alles klären, ob dann die Umsätze besser sind. Wie gesagt, hier Alkohol nach wie vor sehr schlecht, geht hier im Laden überhaupt nicht gut. Deswegen kommt er ja eben auch jetzt nach großen Kneten hin.
Genau, also das war's jetzt. Kurz Update mal hier zu meinem Laden weiterhin. Guckt euch die vorherigen Videos an, da habe ich euch auch gezeigt, wie ich jetzt von einer Einzelspirale zur Doppelspirale komme. Das habe ich dann ja auch einmal vorgeführt. Man kann also mir da beim Installieren praktisch zuschauen. Ist für die wichtig, die auch einen Automaten haben wollen oder sogar haben oder mal was ändern müssen. Dann weiß man zumindest, wie es geht. Genau, und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Gebt einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn es euch gefallen hat, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos. Es kommen also eigentlich einmal die Woche immer Videos raus. Hoffe, dass ich da euch auch einen kleinen Mehrwert bieten kann. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und sag bis dann. Ciao, ciao. So, ich habe mich hier gerade schon von euch verabschiedet. Ich wollte noch mal ganz kurz hierher fahren, und zwar zum Westring. Ja, da ist ja mein Snackautomat hier am Westring. Und ich wollte euch mal zeigen, was man so alles brauchen kann für einen Pflege des Snackautomats. Und was auf jeden Fall wichtig ist, ist, ich zeige das mal euch, ein Snackautomat, Gitter dran, ganz wichtig, dass keiner die Scheibe einschlagen kann. Ich hatte nämlich auch das Problem gehabt, dass jemand die Scheibe eingeschlagen mal hatte. Und das zweite ist ein Mülleimer. Ihr werdet sehen, wenn ihr das macht, wird ganz schnell Dreck hier entstehen. Und wenn man keinen Mülleimer hat, können sich die Vermieter und so könnten sich beschweren oder irgendwelche Leute. Also auch da immer gucken, dass ihr einen Mülleimer dabei habt, der outdoorfähig ist am besten. Die kosten so um die 300-400 Euro, je nachdem, manchmal auch schon günstiger. Ich verlinke euch da mal was in die Infobox. Ganz wichtig, dass ihr einen Mülleimer habt. Weil ich habe da wirklich schon auch Probleme bekommen und dann haben sich die Leute aufgeregt. Ja, was kann man noch gebrauchen? Zur Pflege zum Beispiel. Natürlich, die Scheibe muss mal geputzt werden zwischendurch. Da gibt es ein bestimmtes Pflegemittel. Aber auch da reichen natürlich normale Haushaltsprodukte aus. Das muss nichts Besonderes sein. Ein bisschen Glasreiniger rein, sauber machen, abwischen, fertig. Okay, das war's jetzt davon. Ich wollte euch nur noch mal zeigen, was man da auch, was wichtig ist, wenn man einen Automaten aufstellt, dass man eben auch für diesen Zubehör entsprechend sorgt, damit eben der Standort immer sauber und anständig ist. Alles klar, dann euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao, ciao.